Wir können auch die Grille nehmen. Grille kommt mit Gummibrennen. Okay. Die 95 wird eh schon passen. Nein, ich hatte nicht der ist genau richtig. Das Problem ist, ich brauche einen 9. Ich gucke, welche 9er ich habe. Ich grüße euch, Leute. Hallo. Hallo. Ich kann dir jetzt schon versprechen, dass du die Aufnahme nachher wegschmeißen kannst. Ja, wirst du. Nee, wir haben es ihm gesagt, bevor er auf Aufnahme gedrückt wird. Wir haben es ihm gesagt. Ja, ich weiß. Meine Zuschauer nicht. Wissen Bescheid. Ihr seid hart im Nehmen, Leute, gell? Ich nehme mit T54 einfach mal. Oh, guck mal. Ja, dann würde ich trotzdem den scheiß T95 nehmen, dann kannst du auf den Zug agieren. Wieso was? Können wir nicht ein Team agieren, oder? Na scheißegal, ich will es auch herauffahren. Und wenn das funktioniert, dann können wir ein Team agieren, weil wir sind ja hochgepackt, wir sind eine Doppelkanone. Du weißt schon, dass das Video vielleicht, was ich nicht glaube, auf YouTube geht und Erik das dann sieht und wir dann Schimpfer kriegen. Leute, gebt uns auf jeden Fall einen Daumen hoch. Das ist ja eins, was klar ist, ne? Was für Daumen hoch? Was redest du? Ja, weil wir so sympathisch sind. Wir sind Sympathen. Wir sind nicht sympathisch. Wir sind die letzten Arschlöcher. Wir bleiben Arschlöcher. Du bist Mr. America. Das haben wir geklärt. Da rechts, oder? Geht das also da schon? Ich stelle mich da unten in den See rein und du passt auf mich auf. Ja, so. Wie in der Badewanne neulich, oder was? Okay. Nee, da rechts eigentlich. Ich habe den Hügel oder vorne. Müsste funktionieren. Okay. Direkt neben dir oder vorne der, weil da. Jungs, was habt ihr vor? Ich komm mit. Los geht's! Ja, wir sind da schon wirklich gut aus, ne, oder? Okay, Alter. Wir müssen da auf mich hochfahren, da geht's viel zu flach runter. Na, Digga. Brauchen eine steilere Piste. Der da ist wie zu. Der müsste rüberkommen. Habt ihr was vor oder wieder? Was? Nee, hier auch nicht. Hier ist es steil, oder? Hier? Ja, aber da bist du weit weg. Steht dein Arsch. Liebe Zuschauer, wir beobachten mal das Schauspiel. Wir wissen nicht, was da noch kommt. Vielleicht wird er ihn bespringen von oben. Ja! Nein, das funktioniert so nicht, okay. Ich komme zu dem Stein. Ja. Okay. Und zur Belohnung kriegen wir den T95 FV4201. Jawohl. Der ist nicht stark. Der ist nicht stark, nein, nein. Dauert überhaupt nicht lang, das Ding zu drehen. Ich hab Zeit. Ja. Das sollte es gehen. Ja, ich rutsche hier so komisch rum. Das... Okay, perfekt, das muss gehen. So, kannst du noch fahren damit? Ja, ich kann fahren. Ja, gut, los geht's. Da kannst du auch oben bleiben. Ich weiß nicht, ich rutsche immer so. Jetzt guck ich. Was macht ihr denn da? Ey, Hilfe, ich will hier raus. Ich will hier. Oh Gott, Leute, was du? Guckt euch an, ihr seid auf. Ich rutsche immer so rum. Ih, das ist. So etwas dämliches gesehen. Der EPR kommt aus dem Staunen nicht raus. Mal bleib mal stehen. Ich falle hier runter. Warte, ich mache ein Foto. Nee, ich rutsche gleich runter. Warte mal! Du schwebst den. Leute, das müsst ihr jetzt ertragen, gut. Das ist. Nein! 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 Was funktioniert nicht vernünftig? Man kann nicht arbeiten damit. Nee. Irgendwie pickst du nicht so fest, wie ich das gerne hätte. Hab ich auch gedacht, ja. Wo ist mein Schatz hingegangen? Ich hab's in die Gruppe gestellt, das Foto. Ich hab's gesagt, Bruce reitet auf Buggy. Nur Scheiße im Schädel, ey. Oh Mann, ey. Ja, aber das gehört dazu. Ich meine, in einer Beziehung muss man für Abwechslung sorgen, sonst wird's langweilig. Ja. Muss meinem 60er helfen. Mein Scheißhelfer-Syndrom wieder ausleben. Ach, ich hab keinen Bock jetzt in die Stadt zu fahren, das ist viel zu stressig. Wir warten bis sie kommen und dann ist gut. Was soll ich sagen? Ich brauch eine Stunde wieder. Nur 60er, das geht nicht gut. Komm, lass es gut sein, lass es doch gut sein.
Und der Jockel war auch nicht pushen, oder kannst du das machen? Hier auf Ja, der. kriege ich halt von links von der Stadt in die Seite gewechselt. Nee, ja, kommt drauf an, oder? Ja, kriege ich. Also, bis dahin kannst du fahren, ohne dass du auf die Fresse kriegst aus der Stadt. Ich hatte sogar schon hier, wenn der nicht fertig Ah, wäre. warte, warte. Wir können noch zurückfahren und einen Type 5 snacken. Komm. Aber da drüben, die pushen gerade in der Stadt. Ja, aber die pushen überall und wir wollen Sex und wir kriegen. Achso, shit, wir nehmen ja auch. Wir wollen gutes Gameplay. Ja, durchaus. Das ist hartes, geiles Game. Hier, lasst ihr die Aufnahme abgebrochen? Ich hoffe es. Dort noch da? Ich bin tot. Sind Sie überhaupt noch im Clan? Ich bin tot. Mein scheiß Helfer-Syndrom wieder. Genau. Ah, Jungs, ihr seid zu spät. Ich bin tot. Ich bin tot! Ich bin tot! Das höre ich mal nicht so an jetzt. Und Komm mit nicht dieser Type durch. Ich glaube, der wird es hören. Ich glaube, er wird es ziemlich intensiv. Ich weiß nicht, ob ich den Antwort auch gerecht werden kann. Ich weiß es auch nicht, gell? Der Bug. Ich bin beides. Ich bin hier der Bug. Hier Bug. Okay, wir sind jetzt mal drauf auf Bruce, Leute. Nee, ich glaub, Warum kommt ihr so spät, Jungs? Oh, Mr. America kommt auch. Jetzt. Nein, 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 nein! Oh. Das hat ja was, oder? Es hat ja wirklich was. Ne, nur ein Petten. Unterwegs sein. Petten kriegt er aber nicht. In welche Richtung guckt ihr? Der guckt in die andere. Okay, der kriegt jetzt eine. Der wollte es ja so. Okay. Oh. Oh, gib ihm eine. Er hat es verdient. Ne, ich war nicht vor, weil der oh. ist 6 Wird 6? Der Typ 4, 5 schwer, guckt weg. Jetzt! Ja, der sieht tot, doch. Oh, Brosi, come on. Und wie sieht's aus mit den Petten? Ja, der will noch immer hart ins Recht. Ja, aber. Ui, aber wie ihr wisst, liebe Zuschauer, ihr habt's gesehen. Wer hat die Drecksarbeit wieder gemacht? Der YouTube-Star. Ne? Ganz klar. YouTube-Star, der lange tot ist. Dann kommen die Abstauber, ne? Ja. So ist es im Leben, ne? Im richtigen Leben und so ist es im Spiel halt auch. Ja. Abstauber, 525 Schaden. Mach das mal nach. Echt mal. Next Level. Next Level Shit. Mal gucken, was hier los ist. Breitet ihr ja, öfters so schön aus? Mir leid. Breitet ihr öfters so schön aus, ja? Was machen wir öfters? Dass du auf ihm reitest. Naja, das wollten wir Ewigkeiten schon ausprobieren. Ah, Jagdtiger. Wir können ja einen Dreier machen. Ich nochmal oben drauf. Oh Gott. Das hatten wir auch schon, haben wir übrigens ein Video von. Echt? Ja, das sollten wir vielleicht nicht so publik machen, weil. Liebe Zuschauer, wollt ihr das sehen? Daumen hoch dafür bitte, falls ihr das sehen wollt. Dann nur für euch, ne? Objekt 2682 eher. Ist immer so, da ist. Ja, 268, genau. Und dann ist ein Boogie mit. Wir zeigen euch die. Ich bin 100 da drauf gefahren und wir standen da so an der Kante und da bin ich auch noch drauf gefahren. Das waren drei Panzer übereinander, das war richtig geil. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel Alkohol gestoßen. Aber der, das war die Zeit, wo Boogie, glaube ich, für jeden Los einen kurzen trinken musste. Und er hat eigentlich nur verloren, weil er mit mir im Zug gespielt hat. Ja, so ist das Leben. Wir zeigen euch Dinge mit Panzern, die ihr für nie für Möglichkeiten hättet. Ne? Liebe Zuschauer. Mhm. Also abonniert den Channel. Oh, der war schön, der Schuss, Bruce. Boogie ist ein bisschen leise. Oh. Das müssen wir gleich mal ändern, liebe ich Zuschauer. Boogie, bist du die eine, die immer lacht? Da geht. Ich hab's gekettet, das Objekt Version 4. Ich hab's repariert. Verpiss dich, verpiss dich. Der wollte dir, Herr Koberstein. Oh, ich bin offen. Staying alive. Staying alive. Copyright. Staying alive.
irgendwo ist noch ein Heavy, oder? Oh, okay. Das ist in der City. Ja, wir könnten drei übereinander stellen, das können wir wirklich machen. Wir haben es auch mal versucht im STRV, also beide im STRV, das hat nicht funktioniert. Dann hat sich einer aufs Dach gelegt und Boogie ist blau geworden. Kriegst du dich mal mit zwei hin, du solltest mit drei hinkriegen. Ja, kannst vergessen. Meinst du nicht? Ja, ja, bitte. Du wirst bald wirklich wieder die gleiche Map kriegen. Bergboss war das, ne? Da ging es definitiv gut, aber so einen Stein hast du woanders auch nicht auf. Ja, du musst hinfahren zur Position auch in ein Zufallsgefecht, ne? Genau, klar, dass auf der Map Steine gibt, wo man das machen kann. Naja, wenn die Map zu klein ist, so wie vorhin auf Minen, da wirst du überall gespottet und wirst du beschossen, während du dann Spaß haben möchtest. Das geht immer gar nicht. Love is in the air, Leute. Love is in the air. So. Wieder einen Auftrag. Treibt ihr Hintrich schon wieder? 1700 plus gemacht. Sie weint. Aber nur, wenn sie alleine ist. Yep. Jetzt weißt du, wie deine Freundin sich fühlt. Holy Bananas. Gell, du hast den doch auch. Nee, fahr ich nicht. So nicht? Nee, fahr ich nicht. Der ist geil. Nee. Wow, was jetzt? Dich. 100 oder was? Ich muss von aus, dass... Geld spart ihr noch immer, oder? Ja, Geld, ich brauche noch 1 Million. Und ihr wisst, ich bin... Ja, warte, warte. 1 Million. Alles klar, ihr wisst Bescheid. Copyright. Ich verdiene nichts dran. Ja, dann nehmen wir eher ein 100, wenn du Credits brauchst, oder? Ich wollte gerade sagen, eher ein 100 ist eigentlich Credit Maker. Wollt ihr mich verarschen? Ich schwöre. Aber dann nehme ich den günstigsten 10er, den ich habe. In eher ein 100? Ja, du nimmst das einfach nicht ernst mit dem eher ein 100, habe ich das Gefühl. Nicht so richtig. Nee. War jetzt schwer zu erraten, ne, Leute? Hey, ich fasse den erst wieder an, wenn der richtig gebufft wird, wieder auf dem Wargame. Das sagen die schon seit 2 Jahren, weißt du? Ja. Läuft die Aufnahme noch oder hast du es abgebrochen? Die läuft noch. Wow. Leute, wir sind auf Wadi. Und zwei Adi um E100. Bei wem? Verschleierte Damenzecken. Wo fahren wir jetzt hier hin? Wir können nicht in die Mitte. Da kriegen wir von den Adis und TDs. Wir können einfach noch rechts. Die zwei EBRs raus. Und wir gehen nicht auf wegen unserer Tarnung und werden nicht von der Art beschossen. Ich bin noch nie zwischen zwei so sexy E100 gestanden, ich muss schon sagen. Ich komme ja richtig. Das ist ein Sandwich, Brite zwischen zwei Deutschen. Ich krieg Minderwertigkeitskomplexe. Die solltest du auch haben, du hast keine Gunmark. Das gab's zu Weihnachten, das Ding. Boogie lebt rechts, oder? Ja, ist ja wurscht, wo wir hin, weil wir kriegen überall auf die Schnauze. Ja, aber rechts haben wir wenigstens nicht so viel Art, wie wir Glück haben. Können wir uns wenigstens auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, EBRs und sowas. Oh! Hui! Oh! Hey, tut mir leid, Brogetto. Er hat schon überall weiße Flecken jetzt. Oh, okay, was hast du da? Guck mal da. Ein kleiner Spritzer. Ich bin offen. Und tschüss. Ich bin offen. Nee, EBR ist keine Sichtweite. Boogie, hier kannst du rauffahren. Warte, das kriegst du hin. Oder? Ja, ist gut, Ati. Okay. Ja, läuft bei dir, läuft. Ich glaube, ich wiege zu viel. Weil ich check's auch nicht, wie wir das hingekriegt haben, ist auch egal. Jungs, alles wird gut, die Ati ist auf mir drauf. Ja, passt das, oder? Ja, passt, ne? Okay, er hat schon 320 HP verloren von den geilen Kriegen. Ach nee, echt? Oh. Ja, die haben halt mehr Skill als du, du Loser. Ja, nichts, ich bin ja von der Ati im Superkampf schon penetriert worden. Echt? Ja, der ist ja auch anfällig dafür, Engine Deck und so. Die deutschen Panzer sind das safe. Ja, ja. Hättest du bloß den Ehrenhut abgenommen. Ich schon wieder offen, Alter. No comment, liebe Zuschauer. Ich bin schon wieder offen. Ich brauch 100 Jahre. Ich hab Tarnung geskillt. No comment! Siehst du, ich bin noch immer zu. Das war übrigens die Badget-Arty, das heißt, ich darf nicht nochmal freuen. Ihr werdet reported. Oh, jetzt müsst ihr heulen gehen. Wir werden reported? Report Platoon.
Es gibt ja nur eins. Ja. Du Vollidiot. Entschuldigung. Ask for our clan chef, please. Join us. Es tut mir leid, Bogi, ich bin ein schlechter Fahrer. Jetzt komm raus, 277. Oh, die Arti für den Skill. Mach mich an. Ob ich nicht, oder was? Ob ich 277 mit Gold, ob er durchkommt, ich weiß es nicht. Oh, mir juckt die Nase, Leute. Männergrippe. Ganz anderes. Mir juckt der P. Was? Was? Boogie, reiß dich am Riemen. Ich reiß an deinem Riemen, wenn du willst. Was will jetzt hier mit dem Riemen? Frag mich nicht, ziemlich versaut, würde ich zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen. Wir sind nicht versaut, wir sind jugendfrei. Jugendfrei. Du hast mit den Riemen angefangen. Ich wollte gerade sagen, jetzt können wir die auch mal wieder in die Tonne kloppen. Jugendfrei. Voll gemacht, Jell. Weil du Riemen gesagt hast. Wiesling. Wir bieten super Content. Ich dachte, sie wollen es solo. Okay, ich werde jetzt eine HE rausknallen, aber dann werde ich einen Fehler machen. Etwas, was sich nicht gehört. Ich werde Heat schießen. Wir dominieren die Seite. Die Badget Arti verlegt sich schon, obwohl sie offen ist. Unsere Arti kommt nicht auf die Idee, mal drauf zu wichsen, weil sie so kompetent ist. So ist sie. Aber wir werden das schon schaffen, irgendwie. Ja. Ja, wenn Merkel das sagt, schaffen wir das ja, auch. Ja, wir schaffen das. Die Partei hat immer recht. Den Österreicher habe ich ein bisschen muten müssen gerade. Mal gucken. Ich weiß nicht, was er dazu meint. Echt jetzt? Na klar, was meinst denn du? Der Typ ist nicht jugendfrei. Hä? Grille? Was war. Nein, ich weiß nicht, was da jetzt nicht jugendfrei gewesen sein soll. Bester Sniper Österreicher? Hä? Das geht damit gar nicht, Boogie. Das geht mal, nicht. Nee. Ich dir jetzt mal recht geben. Genossen. Oh, das ist ein Kühlschrank, der da oben steht. Hat jemand Bock auf eine 1600er? Hat jemand Bock? Oh ja, unbedingt. Ich baue, alles klar, Schiff. Guck ich ganz aggressiv dafür, dass er einen deutschen Schrottpanzer steht. Da. Oh, sind wir geil drauf, Jungs. Ich hab's gesehen, ich dachte eben erst, das wäre meine, aber ich hab's gesehen, scheiße, ich hab nichts auf dem Konto. Auch drauf gefasst. Lebt der FV noch? Ja. Sind sogar zwei, ne? Mit zwei? Gebounced an der Grille, okay, läuft. Grille für 382. Der Udes, der geht mir auf die Eier da unten. Ja, weil er kann es ja auch tun. Meinst du? Oh, der FV-Boy. Ich fahr mal vor. Udet grill du das? Udet gehen du das. Ich würde sagen, das ist. Das ist einfach. Nur mal. Aha! Mal wissen, wann es gut ist, Kiel. Das ist ganz wichtig im Leben. Steht Kette, E100.
Ich verpiss dich mal, ich will mal Schaden machen noch ein bisschen. Hör mal auf jetzt! Level 6. Oh. Hier versteht das Spiel einfach nicht. Hier versteht das Spiel nicht. Nein! Scheiße. Oh, jetzt hat er uns aber trotzdem reported wahrscheinlich, der Arme. Vom Anfang. Ich denke, wir haben die besten Karten in EBR zu kriegen, oder? Bestimmt. Aber der zieht ab, nach komm, links oben. Fahren, also Bugi, eins verstehe ich nicht, das muss mir noch mal kurz erklären. Irgendjemand hat hier frontal durch den Turm geschossen, wie so es ausschaut. Wie kann das sein? Wie? Ich glaube auch, oder? Das geht doch an sich nicht. Jetzt. Oh, mon Dieu. Nein, du Lusche. Also der Ehren 100. Der 19 HP hat er doch. Ich würde gar nicht drauf schießen, ich habe keinen Bock drauf. Das ist ein EBR. Geh mal einer Captain, komm. Ich seh's schon kommen, der fährt um uns rum und macht die ganze Zeit die Captain mit HE. Pass auf, er penetriert uns gleich mit HE im Anus. Ja, du vielleicht. Nicht richtig, EBR. Also, die Runden mit mir an 100 sind bei mir nicht gut, aber man gewinnt sie in der Regel. Das reicht ja. Also doch, der Kleine. Oh, es ja. Gibt viel mühsame Dinge, aber in dem Super Kong EBR jagen. Oh. Ich hoffe, der kommt mal kurz mit 100 Sachen rübergewichst und dann geht's los. Rübergeflogen. Nein! Tut mir leid, liebe Zuschauer. Also, diese EBRs zu treffen ist schwierig. Mein Vater hat mir jetzt zweimal das gleiche Video geschickt. Okay. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Schaut mal wieder rein. Die Tage kommt eine kleine Überraschung auf meinem Kanal. Ihr werdet es dann sehen. Das wird einschlagen wie eine Bombe. Freut euch schon mal drauf. Und vielleicht können wir nächstes Mal... Moment. Wo ist es? Vielleicht können wir nächstes Mal wieder mehr mit Österreich zusammenfahren, wenn er sich im Griff hat. Aber schauen wir mal. Okay. Also, bis die Tage. Ciao, ciao.